будьте осторожны. На борту биологическая опасность. Мы приняли меры сдерживания, но было слишком поздно. Я никогда не видел ничего подобного. Да поможет нам Бог. Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem erneuten Video hier auf meinem Kanal. Gestern ist ja der Outbreak-Trailer herausgekommen. Das ist der neue Zombie-Modus auf den Fireteam-Maps in Cold War. Aber bevor das Video startet, würde ich mich sehr über ein Like am Ende des Videos natürlich freuen. Und natürlich auch über ein Abo, damit ihr auch in Zukunft oder damit du auch in Zukunft nichts mehr rund um Call of Duty verpasst. Ich wollte das Video eigentlich gestern schon hochladen, aber der Stream meinte, nein, du darfst jetzt nicht offline gehen, du musst jetzt bleiben. Und deswegen bin ich auch geblieben natürlich. Grüße gehen raus an den Stream da an der Stelle. Und deswegen jetzt erst das Video. Aber, Leute, wirklich geisteskrankes Video. Gönnt euch das Video auf jeden Fall bis zum Ende. Ist vollgepackt mit Informationen. Alle Informationen, die ihr haben müsst, eigentlich zur neuen Season, sind hier drinne. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt erstmal den Trailer zusammen an. Und danach reden wir über die ganzen Sachen, die wir in dem Trailer gesehen haben. Und über die Season 2, über Preload, über alle möglichen neuen Informationen, die wir haben. Leute, ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß mit dem Trailer. Let's go! All teams, field ops deploying an outbreak zone, ready to work. Let's do this. Who else wants some? C4 going up. HVT eliminated. I got your back. Strike team, get to the rover and proceed with escort. Time to go. Stay with the rover as it scans for a stable dimensional entry point. That never gets old. This should be fun. Recover the aetherium and load it into the extraction rocket. You fucked with the wrong girl. We haven't fun yet. Raptor 1, strike team ready for evac. So Leute, das war mal wieder ein sehr, sehr nicer Trailer. Wir wissen alle, Call of Duty kann sehr geile Trailer machen. Ist auch sehr, sehr geil geworden. Wir haben natürlich auch Gameplay in dem Trailer gesehen. Sieht extrem nice aus. Und das wird der größte Zombie-Modus, den es jemals in Call of Duty gegeben hat. Was wir in dem Trailer gesehen haben, ist, dass wir mit Autos erstmal rumfahren können. Wir können die Zombies, die da in Horden kommen, mit den Fahrzeugen, mit den Autos, die da auf der Map rumstehen, einfach überfahren und somit auch töten. Ich glaube, das wird ganz witzig, wenn so eine riesige Horde von Zombies auf dich zukommt. Du mit dem Auto einfach durch diese Horde fährst und alle Zombie quasi killst. Voll geil. Also hört sich geil an auf jeden Fall. Dann haben wir einen Drachen gesehen, der mit einer Maschine verbunden ist. Super verrückt. Wir haben gestern im Stream auch schon darüber geredet, dass man eventuell diesen Drachen mit Zombies füttern muss oder sowas und er extrahiert daraus irgendetwas in die Maschine rein. Eventuell Ethereum. Ich weiß es nicht, ob das stimmt. Also extrem crazy Theorie. Ihr könnt auch gerne natürlich in den Kommentaren diskutieren über die ganzen Theorien, die jetzt während des Videos auch kommen werden. Es kommen noch mehr Theorien. Leute, schreibt da gerne in die Kommentare eure Ideen rein. Und außerdem haben wir noch in dem Trailer gesehen, dass die Zombies ganz normale Klamotten anhaben. Und wir haben gestern im Stream schon darüber spekuliert, nächste Theorie, ob sie nicht vom Schiff gekommen sind, das sich Verdansk nähert. Also Wodjanoi heißt ja das Schiff. Wo man die Wolke sieht mit dem Gewitter und so weiter, ob die
Menschen auf dem Schiff nicht infiziert worden sind und deswegen auch immer noch normale Klamotten anhaben, weil das ja ganz normale Menschen auf dem Schiff waren. Und jetzt sind die zu Zombies geworden und wir sehen jetzt diese Zombies in diesem Outbreak-Modus. Also das ist eine weitere Theorie von uns gewesen. Außerdem konnten wir gestern auch noch beobachten in Warzone, dass um 19 Uhr ein Update gekommen ist. Und wir haben ein Vorher- und Nachher-Vergleich des Schiffs gemacht. Das heißt, vor 19 Uhr haben wir geguckt, wie weit das Schiff entfernt ist. Und nach 19 Uhr haben wir geguckt, wie weit das Schiff entfernt ist. Und es hat sich herausgestellt, dass das Schiff auf jeden Fall um einiges näher gekommen ist. Also guckt auf jeden Fall jeden Tag um 19 Uhr auf das Schiff und guckt, inwieweit sich das Schiff genähert hat und eventuell können wir auch auf dem Schiff irgendwas erkennen. Konnte ich aber gestern nicht. Dort kannst du nichts drauf erkennen. Ich habe eine Sniper genommen mit dem Cold War Aufsatz 20 mal Zoom. Ich habe da reingezoomt. Man konnte gar nichts erkennen, aber man konnte auf jeden Fall sehen, dass das Schiff sich deutlich genähert hat. Falls ihr das jeden Tag mitverfolgen wollt, ich bin natürlich jeden Tag live um diese Uhrzeit, könnt ihr immer gerne reinkommen in den Livestream. Kommen wir jetzt zurück zum Trailer. Und zwar können wir hier im Hintergrund auf dem Bild lilane Kristalle sehen, die im Boden stecken. Diese gibt es eigentlich nur im Dark Aether. Im Hintergrund sehen wir auch immer diesen Dark Aether Schleier. Dieses lilane, das soll anscheinend eine Art Zone oder sowas darstellen. Ich weiß es nicht. Haben wir ja auch schon auf der Firebase Z-Map gesehen. Und wir wissen ja natürlich auch, dass der Dark Aether sich mit der richtigen Welt vermischen wird. In der neuen Season und auch im Outbreak-Modus auf jeden Fall. Also sehr, sehr interessant. Wir haben übrigens auch im Trailer den großen Roboter-Zombie gesehen, der sogar fliegen kann. Also dieser Zombie ist absolut geisteskrank. Ich kann mir gut vorstellen, dass das eine Art Zombie-Boss sein wird in dem neuen Outbreak-Modus. Es wird wahrscheinlich noch andere, weitere Zombie-Bösse geben, die wir dann zusammen irgendwie killen müssen mit deinem Squad, mit deinem Team. Außerdem sehen wir hier jetzt auch Portale, mit denen wir uns, wie es ausgesehen hat, zwischen den verschiedenen Fireteam-Maps auch hin und her porten können. Ich weiß nicht, ob das wirklich der Fall ist, aber wenn es der Fall ist, dann ist das wirklich ein extrem geiles Feature. Zwischen den verschiedenen Fireteam-Maps kannst du dich einfach teleportieren und kannst einfach weiterspielen innerhalb von Sekunden. Also wenn das wirklich der Fall ist, dann gibt es auf jeden Fall Props an der Stelle für dieses Feature. Extrem geil. Wir können jetzt hier auch noch Jump Pads sehen. Diese Jump Pads kennen wir auch bereits aus der Map Firebase Z. Womit du übertrieben hoch und weit jumpen kannst. Er springt da auf das Jump Pad und zückt dann den Fallschirm. Ist auch auf jeden Fall nice. Und wir haben auf jeden Fall in dem Outbreak-Modus eine bestimmte Mission, die wir ausführen müssen. Ich denke mal, wir müssen das Ethereum irgendwie in irgendeiner Weise extrahieren. Wir sehen dann noch hier einen weiteren verrückten Zombie, den eventuell einige aus BO2 Transit kennen. Das ist ein Skelett-Zombie, der leuchtet und kann anscheinend irgendwelche Strahlen schießen. Also extrem geisteskrank nice. Auf der Fireteam-Map sind auch gefühlt alle Zombies aus Cold War vorhanden. Wir haben Höllenhunde, diese Kreatur da mit vier Armen aus Firebase 7. Dann haben wir normale Zombies, wir haben Zombie-Bösse und so weiter und so fort. Wir haben diesen Drachen, der mit einer Maschine verbunden ist. Wir können hier auch noch einen LKW sehen, der eine Extraktionsrakete hat. Treyarch hat auf Twitter übrigens eine Blueprint-Variante dazu hochgeladen. Hier können wir weitere Informationen rausholen. Unter anderem steht hier auf dem Zettel, dass meine Arbeit zu einer anderen und besseren Welt führt. Eventuell ist damit die neue Warzone-Map gemeint. Ich weiß es nicht. Auf dem anderen Zettel steht, schnellster und sicherster Weg, um Ethereum-Proben zu extrahieren. Irgendwie müssen wir dieses Ethereum erforschen, extrahieren und irgendetwas damit machen. Das führt wahrscheinlich alles zur neuen Warzone-Map, auch wenn die neue Warzone-Map noch nicht offiziell bestätigt worden ist. Aber ich denke mal, mit den weiteren Easter Eggs und mit dem Outbreak-Modus werden wir da mehr Informationen zu der Warzone-Map bekommen. Hier auf dem Bild sehen wir eine komplett neue Maschine, die wir bis jetzt noch nicht gesehen haben. Dort sehen wir auch eine kleine Probe von den Dark Aether Kristallen. Wir sehen hier auch eine Minigun und wir sehen auch einen Typen mit roten Augen und einem roten Schleier um sich herum. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Vielleicht irgendeine Feldausrüstung, die weiter geskillt worden ist oder sowas. Seit Season 2 können wir jetzt die Feldausrüstung auf Stufe 4 und Stufe 5 skillen. Und wir bekommen auch noch ein neues Perk, womit man die Aufmerksamkeit der Zombies auf sich selbst lenken kann. Dann wirst du nur du angegriffen, falls du ein Teammate beispielsweise aus der Patsche helfen willst. Jetzt passt auf, Leute, es gibt wieder was Kostenloses in COD. Und zwar, diejenigen, die Cold War nicht haben, aber trotzdem Bock haben, den Outbreak-Modus zu spielen oder zu testen, ihr könnt dies tatsächlich machen, weil es den Multiplayer und den Outbreak-Modus für eine komplette Woche
kostenlos gibt. Das Ganze startet vom 25.02. bis zum 4. März. Das heißt, von diesem Donnerstag bis zum nächsten Donnerstag. Ihr könnt den Outbreak-Modus spielen. Ihr könnt Apokalypse 24/7 spielen. Das ist die neue 6 gegen 6 Map, die wir in Season 2 bekommen. Ihr könnt Nuketown 24/7 spielen. Gun Game, Gunfight, TDM, Herrschaft und 3 gegen 3 Face-Off und mehr. Ich denke mal, das Interessanteste ist hier auf jeden Fall der Outbreak-Modus. Man muss natürlich gucken, wie der ist, aber sieht meiner Meinung nach bis jetzt extrem geil aus. Also Leute, gönnt euch diesen Donnerstag bis nächste Woche Donnerstag eine Woche kostenlos den Multiplayer-Modus und den Outbreak-Modus. Das Update in Cold War startet schon morgen zwischen 6 und 8 Uhr morgens. Das heißt, wir können schon ab morgen früh das Update herunterladen, aber der Content wird noch nicht freigeschaltet sein. In Warzone startet das Update auch zwischen 6 und 8 Uhr morgens und dort wird dann auch der Season 2 Content freigeschaltet sein und wenn dort in Warzone, wenn mit dem neuen Update in Warzone am 25.02. das Update herunterladbar ist und der Content freigeschaltet ist, dann wird das Update auch in Cold War freigeschaltet werden sozusagen. Das heißt, das Cold War Update wird wahrscheinlich zwischen 10 und 15 GB groß sein, laut den Leaks. Ich bin mir da nicht zu 100% sicher, aber morgen zwischen 6 und 8 Uhr morgens können wir das wahrscheinlich runterladen. Und die Season 2 startet auch zwischen 6 und 8 Uhr morgens, aber einen Tag später, das heißt am 25.02. Bis jetzt gibt es keinerlei Informationen über einen möglichen Preload in Warzone. Aber was ich mir vorstellen kann, ist, dass wir die Updates bereits um 6 Uhr morgens herunterladen können. Aber der Content geht dann erst um 8 Uhr morgens live. Das kann eventuell möglich sein. Vielleicht kriegen wir da noch weitere Informationen zum Preload. Kann sein, dass wir heute schon preloaden können oder was auch immer, aber ich denke eher nicht. Das ist auch ganz komisch, dass wir jetzt zwischen 6 und 8 Uhr morgens irgendwann das Update bekommen. Normalerweise war es ja immer so, dass wir um 8 Uhr morgens das Update bekommen haben. Wir konnten um 8 Uhr morgens herunterladen, beziehungsweise wir haben schon ein paar Tage vorher gepreloadet. Kommt drauf an, auf welcher Konsole ihr spielt oder ob ihr auf PC spielt. Auf PC gab es nie Preloads, aber auf der Konsole beziehungsweise auf der PS4, ich glaube auf der Xbox aber auch, gab es normalerweise immer Preloads. Diesmal nicht und diesmal sagt Activision, Update geht zwischen 6 und 8 Uhr morgens live. Ist auch ein bisschen komisch, deswegen denke ich 6 Uhr downloaden, 8 Uhr dann installieren und spielen. Also so kann das eventuell möglich sein. Kommen wir jetzt nochmal ganz kurz zum neuen Inhalt, den wir in der neuen Season bekommen werden. Wir werden 6 neue Waffen bekommen. Einmal die Fahrer 83, die LC-10, eine Machete, das E-Tool, das ist eine Schaufel, den R1 Shadowhunter, die Armbrust und die CRG 20mm Sniper. Diese Waffen werden wir alle in Season 2 bekommen. Die Fahrer 83 und die LC-10 werden wir im Battle Pass direkt zum Start von Season 2 freischalten können. Und die anderen Waffen werden wir erst während der Season irgendwann bekommen. Wir bekommen dann noch eine neue 6 gegen 6 Map. Das ist Apokalypse und einen neuen Operator Naga. Die anderen Operator, die wir jetzt hier im Bild sehen, werden wir erst während der Season bekommen. Unser Rang wird natürlich auch zurückgesetzt und wir können 4 weitere neue Prestiges freischalten und wieder bis Level 1000 grinden. Wir bekommen eine neue Score Streak, das ist die Death Machine und im Shop werden wir zum allerersten Mal eine Reaktivtarnung uns kaufen können und damit auch spielen können natürlich. Wir bekommen natürlich auch den neuen Outbreak-Modus. Kommen wir jetzt zum ganzen neuen Warzone-Inhalt, den wir bekommen werden und zwar wissen wir ja, dass das Schiff immer näher kommt in Verdansk. Und das Schiff heißt Wodianoi. Zum Begriff Wodianoi gibt es einen Wikipedia-Eintrag. Und zwar ist Wodianoi in der slawischen Mythologie ein nackter alter Mann mit einem froschartigen Gesicht, einem grünlichen Bart und langen Haaren. Sein Körper ist mit Algen und Dreck bedeckt. Weiter im Wikipedia-Eintrag steht, wenn der Wodianoi verärgert ist, bricht er Dämme, spült Wassermühlen ab und ertrinkt Menschen und Tiere. Weiter steht dort, er kann sich auf einer schwarzen Wolke zum Himmel erheben und neue Flüsse und Seen erschaffen. Ob das irgendeine Bedeutung hat und irgendwie darauf hindeutet, dass wir die neue Warzone-Map bekommen, dass alles in Verdansk zusammenbricht, dass der Damm bricht, weil wir wussten ja auch schon in Season 3 oder Season 4 war das, dass der Damm anscheinend brechen soll. Das haben wir in der Intro-Cinematic gesehen. Und jetzt steht hier, dass der Wodianoi, wenn er verärgert ist, Dämme bricht. Ich weiß nicht, ob das irgendeine Bedeutung hat und ob irgendwie Verdansk komplett zerstört wird und überflutet wird und alles. Und die Nuke wird ja auch wahrscheinlich hochgehen und das Ganze am 11.03. und dass wir dann eine neue Map bekommen mit einem riesigen Live-Event. Das kann gut sein, ob diese slawische Mythologie irgendetwas damit zu tun hat, weiß ich nicht. Das ist natürlich fraglich, aber ist eine interessante Theorie. Außerdem sehen wir beim Damm immer noch etwas unter dem Eis, was dort seit mehreren Seasons herumschwimmt. Und wir wissen immer noch nicht, was das sein soll.
Ist das eventuell dieser nackte alte Mann mit einem froschartigen Gesicht irgendwie eine übertrieben große und verrückte Kreatur, die da rumschwimmt? Würde natürlich überhaupt nicht passen zu Warzone, aber es kann natürlich sein, weil der Outbreak-Modus jetzt auch absolut verrückt ist. Der Dark Aether vermischt sich ja mit der richtigen Welt und das überträgt sich vielleicht auch zu Warzone. Und vielleicht war das auch schon immer in Warzone der Fall unter dem Damm, dass da irgendwie irgendwas Großes herumschwimmt. Ich habe keine Ahnung, was da abgeht. Aber was wir wissen ist, dass in Warzone sich die Monumente splitten werden und wir werden neue Löcher im Boden sehen, wo wir uns hoch sein können und auch runter sein können natürlich. Wir werden weitere unterirdische Gänge sehen. Eventuell werden weitere Türen in den Bunkern aufgemacht und dazu werden wir höchstwahrscheinlich auch mehr Easter Eggs bekommen werden, die wir auch alle im Stream angehen werden. Wir werden versuchen, die zu lösen und so weiter und so fort, zusammen mit allen Leuten im Stream. Das wird richtig geil. Und wir werden auch noch Doppel-EP und Doppelwaffen-EP bekommen. Das Ganze startet am 26.02., das heißt diesen Freitag um 19 Uhr und endet am 1.03., das ist Montag um 19 Uhr. So können wir die neuen Waffen, die kommen werden, sehr schnell freischalten und hochleveln, was ganz nice ist. Und das war's jetzt mit den ganzen Informationen zur neuen Season. Ich bin extrem gehypt auf die neue Season. Wie sieht's bei euch aus, Leute? Habt ihr auch extrem Bock auf die neue Season? Das wird echt übelst geil. Der neue Outbreak-Modus, die neuen Easter Eggs in Warzone. Was passiert in Warzone? Keine Ahnung. Das Schiff kommt immer näher. Und anscheinend soll die Nuke hochgehen und so weiter und so fort. Ich glaube, diese Season wird extrem geil werden, Leute. Ich habe so Bock. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Lasst ein bisschen diskutieren. Schreibt eure Theorien in die Kommentare und so weiter und so fort. Und nicht vergessen, das Video zu liken. Würde mich extrem freuen. Und natürlich auch ein Abo dalassen, falls ihr mehr Call of Duty News und Update-Videos von mir sehen wollt. Und immer auf dem neuesten Stand sein wollt, was Call of Duty angeht. Leute, ich bin heute wieder um 17 Uhr live. Kommt da gerne rein. Es wird wahrscheinlich heute wieder irgendetwas passieren. Wir bekommen eventuell einen Battle Pass Trailer oder sowas. Das kann gut möglich sein, dass wir das bekommen. Keine Ahnung, kommt auf jeden Fall rein. Falls wir irgendwas bekommen werden, werdet ihr das als erstes sehen. Und das Schiff wird heute auch nochmal näher kommen. Okay, Leute, wir sehen uns. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns heute im Livestream oder beim nächsten Video. Ja, haut rein. Ciao.